Steht auch nicht bei, warum, ist einfach nur rot. Doch, erfordert Einsatzlizenz für Großschiffe der Föderation. Okay, steht doch dabei. Der Rest hier scheint aber jetzt keine Kampfschiffe zu sein. Mammut, Angreifer, Konstruktionsschiff. Okay, man kann auch die Konstruktionsschiffe kaufen. Das irgendwie komplett anders aussieht wie die Konstruktionsschiffe, die ich jetzt im Kopf habe von X3. Aber sowas von anders. Wo ist denn die kleine Werft? Da. Es bei den Jägern. Haben wir nichts Rotes mehr? Genau, daneben ist das Sternchen. Das sind die, die jetzt neu gekommen sind. Wie er hier. War ausgegraut. Ach so, dann habe ich das vorhin falsch gesehen, weil ich dachte, das wäre da unten mit aufgeploppt. Also ein Jäger kostet auch nicht viel, ne? Also grundausstattungsmäßig. Jetzt sagen wir mal aber hier. So, nehmen wir mal an, wir wollen das hier ausstatten. Ne? So einen epischen Killerjäger. Eine Plasmakanone. Schrotbatterie. Denn nicht mehrere verschiedene? Oder baut er die jetzt bei beiden ein? Der hat ja theoretisch. Ach so, das ist der jetzt, ne? Muss ich also einzeln auswählen. Hier sowas hier. Da, da. Nur mal denkspielmäßig sagen hier, ich baue jetzt hier. Weil ich auch mit der Schrotbatterie auch die günstigste Waffe überhaupt ausgesucht habe. Mit einem Landecomputer und einem Flugassistenten und einem Langschwinger und einem einfachen Scanner, Polizeiscanner. Nimm mal einen Polizeiscanner, bist ein Jäger. So, Zielcomputerhandel brauchst du nicht. Dazu dann noch die Crew, kack. Kannst noch zwei Leute hier, zwei Marinesoldaten mit drauf, damit die sich wohlfühlen und wir brauchen 1,4 Millionen, um das Ding zu kaufen. Von wegen, der Jäger ist günstig. So schnell kriegt man aus 100.000 1,4 Millionen. Es ist, ja, wenn ich jetzt die Pulslaser nehme, die sind nicht günstiger, also nicht viel. Kann ich den Preis ein bisschen drücken? So, nehmen wir mal an, das wäre unser Standardjäger, dann kostet der uns immer noch 1,15 Millionen. Ja, ist ja gut. Es gibt doch keine Jäger. Oh, 211 stand da jetzt. Jetzt gerade, kann ich die Nachrichten irgendwo nachgucken? Option, das ist die Enzyklopädie. Spielerinformationen, Statistiken, mein Imperium. Gesamtwert an Schiffen, da steht aber nicht Gesamtwert an Waren. Logbuch, Handel abgeschlossen. Achso, Ansehen gewonnen. Nein, da wollte ich ja nicht. Ich wollte hier Auftrag abgeschlossen. So, Galaxie 1 Handelsauftrag fertiggestellt. Handel abgeschlossen. Verkauft 147 in Argon Prime für 39.685. Ja, ist ja schön. Kann ich das nicht filtern nach das ist halt Mission, Staffel, Instandhaltung. Tipps hilft mir nicht. Nach Schiff? No. Ist ja toll. Ich kriege hier jetzt nur, ich möchte sehen, wo der sagt, ich habe das und das da und dafür gekauft. Und dann verkauft. Ich will doch sehen, ob da eine positive Differenz zwischen ist. Es hilft mir jetzt nicht zu sehen, dass er mal was für 38 und dann für 40.000 verkauft hat. Ich weiß nicht, was die eingekauft hat. Auftrag abgeschlossen. So. Merkur Angreifer, alle Handelsaufträge fertiggestellt. Ja, super. Warst du. So. Ansehen gewonnen, Handel abgeschlossen. Ansehen gewonnen, Handel abgeschlossen. Mission abgeschlossen.
Kontrolleur benötigt abgeschlossen, Rabatt freigeschaltet. Okay, so, wir haben den Feind zerstört, Ansehen gewonnen, super. Stationsverteidigung. Wir haben einen einfachen Kriminellen da weggeschossen. Gut, ich habe keine Ahnung, was diese Frau da treibt. Die fliegt jetzt da mit meinem Schiff durch die Gegend. Und fliegt hier anscheinend von einer der Siliziumbatterie. Du hast jetzt im Laderaum nichts. Achso, die kauft jetzt wahrscheinlich für 17.000 Siliziumscheiben. Also wir behalten das jetzt einmal kurz im Auge. Aktuell ist der Laderaum noch leer. So, jetzt hat sie. Da dockt sie gerade an, genau, angedockt. Die Frau kauft ein. So, ab in den Laden, Klamotten kaufen, danach Siliziumscheiben. So, Bernhard, ich will das jetzt einmal gucken, wie die arbeitet. So, die kauft die jetzt für 266 Credits das Stück. Geht das auf? Ist die 200, ist 17.026 durch 266 teilbar? Grob über den Kopf gepeilt. Nein. So. Was hat jetzt. Da lief doch jetzt was. Ansehen gewonnen, ja, okay. Das sind halt wieder nur. Diese. Achso, Verhalten, warte mal. Oh, warte mal. Objekt. Mein Besitz, Galaxy Informationen, hat jetzt an Bord Siliziumscheiben für 266. Fliegt damit jetzt zu der Sensorbündelfabrik, die Siliziumscheiben einkauft für unbekannt. Die macht uns doch pleite jetzt. Die wird auch die Siliziumscheibe dann nicht für 266 wieder los. Es tut mir leid, ich muss das jetzt sehen. Ich will wissen, was die Frau da macht. Die hat jetzt Siliziumscheibe im Wert von 17.026 da im Frachtschiff. Und verkauft die zu einem unbekannten Preis. Ah, doch. 17% plus die Siliziumscheibe 40 hat sie an Bord. Umsatz pur. Ja, da haut die Millionen raus am Plus. Aber gut, ich wäre nicht besser. Alles und schon ist der Preis wieder verschwunden. Warum hält der denn jetzt Schmugglerschiff in nicht? der Nähe entdeckt. Was? Ein Schmugglerschiff? Oh, ich schieße die ab. Hier neben ist ein Sprungtor. Fliege ich zum Sprungtor? Ich fliege jetzt zum Sprungtor. Ich gehe mal gucken, wo es da hingeht. So viel Zeit muss sein. Danach fliegen wir einfach wieder zurück. Station im Weg. Aber guck mal, das schaffe ich sogar selber. Da brauche ich nicht mal den Leitstrahl für. Wer nennt ein System Einflussbereich? Erstmal gibt es hier wieder ganz viele Asteroiden. Für eine angehende Erststation. Nein. Ich fliege doch wieder hier hin, hier gab es Missionen. Ich dachte mir nur, wenn ich schon mal direkt neben so einem Ding lande, dann kann ich auch mal reinfliegen und gucken.
So, Zahlung erhalten 17.026. Wir haben jetzt, wir hatten vorhin 211.000 irgendwas, also wir haben Plus gemacht. Ja, also sagen wir mal, wir haben jetzt 1000 Euro, 1000 Credits plus gemacht. In den 10 Minuten, die dafür gebraucht hat. Ist in Ordnung. Besser als nichts. Die macht das schon. Jetzt hat die ja. Oh, jetzt hat die Kapital. Oh, jetzt wird die loslegen. Gleich sind wir wieder pleite. Haut jetzt mal 200.000 auf den Kopf. Sie scheint sich auch derzeit hier im Sektor aufzuhalten. Wahrscheinlich, weil wir in den anderen Sektoren nicht diese erweiterten Satelliten haben. Ich glaube, es waren die erweiterten Satelliten, die einem dafür sorgten, dass man nachher auch die Handelsangebote und so weiter noch sehen konnte, ne? Nehmen wir mal, wir schmeißen es hier einfach mal den Scanner nochmal an. Falls hier gleich Missionen auftauchen. Nee, ich muss zum Ausrüstungsdock für solche Sachen, ne? Handelsstation? Nein. Ausrüstungsdock ist. Da ist ein Argon-Ausrüstungsdock. Da. Leider kann ich nicht sehen, was sie da haben. Ich werde also. Handelsangebot, Argon, Ausrüstungsstock. Die zeigen mir das aber nicht an. Ich möchte gern wissen, was für Module die da verkaufen. Schiffshändler. Ja, wir verkauft auch Schiffe am Ausrüstungsstock? Seit wann? Ja, nämlich gar nicht. Drohnen aus Ausrüstung. Kann ich auch nicht aufmachen. Produktion, ja gut, haben sie nicht. Ist egal, ich flieg da jetzt mal hin. Ah, nicht Shift Enter. Das wird nichts. Alt Enter Shift 1. Und wenn ich da auf dem Weg bin, nur einmal zur Nummer sicher, weil ich dem Spiel ja halt nicht traue, speichern wir einfach mal, bevor wieder was kaputt geht. So, und während das hier, während er da jetzt hinfliegt, werde ich einmal kurz wohin gehen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Einmal kurze Pause, ja? Danke.
So, schon wieder da. Wollte eigentlich erst ein Pausebild, aber so sieht man wenigstens noch, seht ihr wenigstens noch, wie es weiterfliegt. So, ach, warum hat er den Tempomodus denn jetzt rausgenommen? Ist ja doof. Habt ihr ja wirklich nicht viel gesehen, außer kurz die Autobahn hier. Habe ich denn jetzt mehr Geld? Ich habe erstmal wieder weniger. Zehntausend vom Handel ausstehend. Ja, handelt die jetzt? Ja, was handelt die? Die ist auch als. Was? Warum? Was hat mein Autopilot mit mir gemacht? Der scheint da reingeflogen zu sein, oder? Ich hasse das Teil. Oder war der Autopilot nicht mehr an und ich bin einfach nur stumpf geradeaus geflogen? Nein, der war noch an, der Autopilot. Och Mensch. Los, Spiel. Komm wieder. X4, keine Rückmeldung. Na. Doch, da ist es. Da kommt es. Gut, dass ich gespeichert hatte, bevor ich den Autopiloten und so angeschmissen habe, ne? Das heißt, viel fehlt jetzt nicht. 17:13 Uhr, 6 Minuten nur verloren. Hatte ich eine gute Vorahnung, dass da was schief läuft. Ach. Ja, dass es den nicht mehr gibt, finde ich traurig. Fliege nah an Großschiffe heran, um mitgezogen zu werden. Haben die eine eigene Gravitation oder was? Ja, und die wertvollen Gegenstände haben wir ja gesehen. Die sind ja alle illegal. Zumindest die, die was wert sind. Das mag die Polizei dann ja nicht so gerne. Also Initialladung dauert unglaublich lange. Ich hätte mir das auf die SSD ziehen sollen. Kann man das im Nachgang noch? Kann man Steam sagen, es soll es dann doch auf eine andere Platte packen? Ja, nicht ohne, dass nachher der Speicherstand flöten geht, ne? So. Warum steht jetzt. So, da steht jetzt Autopilot aktiv. Tempo aktiv. So, und jetzt bring mich nochmal heile bitte hin. So, 101, 10.000 ausstehend. Ich wollte ja eigentlich gucken. So, wenn ich dich jetzt ausgewähltes Objekt und dich jetzt nicht hier hinsetze, sondern nach profitabler Handel 1, kann ich hier sagen, automatischer Handel Galaxie. Bleibt er ja trotz. Mich wundert, dass er halt in diesem Sektor bleibt. Braucht ihr in den anderen Sektoren einen Satelliten? Die nächste Frage ist, welchen Satelliten? Ich bin mir sicher, in X3 waren es die erweiterten Satelliten, die man platzieren musste. Und die hatten dann auch einen. Jetzt stehe ich hier. Man muss mich erstmal wieder bewegen, um da rauszukommen.
Damit er Autopilot weiß jetzt nicht mehr, was er machen soll. Nee, weiß er auch nicht. So, nochmal wieder an. Bitte wieder rein. Der weiß manchmal nicht, was er tut, der Autopilot, glaube ich. Ich sehe das als etwas problematisch an. Fliege zu Argon Ausrüstungsdock. Ja, das ist richtig. Da ist nochmal wieder eine Mission. Materialbestellung. Zahlung erhalten. 242. Wofür? Grund. Handel abgeschlossen. Für 242. Das ist aber jetzt Verlust gewesen, ne? Nee, die hat noch was. Ich weiß nicht, was die jetzt gemacht hat, die Frau. Die verwirrt mich. Ich habe kein Vertrauen in diesen Handel da. Information. Laderaum. Kaum was drinne. 225 Schildkomponenten. Wo sehe ich den aktuellen Auftrag, was sie gerade macht? Irgendwie so, fliege zu, bla bla. Handel durchführen, Argon Prime, 4 Befehle eingestellt. Okay, sie hat also anscheinend eine Liste von Handelsaufträgen, die jetzt wohl macht. Also vertrauen wir ihr? Wir vertrauen ihr auf alle Fälle mehr wie dem Autopiloten. Und jetzt gucken wir mal, was so ein erweiterter Satellit kostet. Also in X3 hatten die einen gewissen Aufklärradius, die Satelliten. Den hat man auch auf der Karte gesehen. Und alle Stationen, die in diesem Radius lagen, die wurden dann sozusagen die Preise und so weiter immer aktuell gehalten. Jetzt habe ich ja da hinten in Argon Prime schon einen Satelliten gesetzt. Der klärt mir aber irgendwie nichts auf. Das kann ich hier theoretisch auch sagen. Aufstellen zivil, ein Satellit. Jetzt hört er einfach hier mal wieder auf zu fliegen, nur weil ich einen Satelliten ausgeworfen habe, wie es aussieht. So, flieg mal kurz wenigstens noch ein bisschen weiter. So. Wir haben hier jetzt einen Satelliten. Informationen über den Satelliten gibt es halt nicht. Name. Radarreichweite 30 Kilometer. Man kriegt es halt leider nicht an. Doch da. Alter. Das machen aber meine schlechten Augen jetzt nicht wirklich mit diesem Radius hier. Das ist aber. Es ist ja. Okay, jetzt gehen wir mal gucken. Hier gibt es ja. Ja, jetzt im Angebot bei Amazon. 24 Bände, 1100 Seiten, Frauen endlich verstehen. Ja, das hätte ich mir am Black Friday zulegen sollen. Also, ey, seit 8 Jahren verheiratet und man versteht die Frauen trotzdem nicht. So, er bitte Landeerlaubnis. So, jetzt landen wir hier, dann handeln wir hier. So, noch ein bisschen vor. Ein bisschen nach rechts. Nach unten. Landen. Feierabend.
So. Handeln, warte mal, jetzt gehen wir erstmal hier. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Ausrüsten, Software. Okay. Was wollte ich jetzt? Ach, ich wollte hier Verbrauchsgüter. Da war's. Die erweiterten Satelliten. So. Reichweite 75 Kilometer. Okay. Sobald ausgesetzt, fängt der Satellit jeglich in einer bestimmten Reichweite auf offene Frequenz verbreitete Kommunikationssignale von Schiff und Station auf. Satelliten sind dabei keine Einwegobjekte, sondern können nach dem Aussetzen auch wieder deaktiviert, angesammelt und an neuer Stelle wie auch neu aufgebaut werden. So, der Satellit selber hat genau denselben Text, hat aber weniger als die Hälfte an Reichweite. Nur 30 zu 75. So, wie teuer ist jetzt so ein Ding? Ich will das, glaube ich, gar nicht wissen. Ein erweiterter Satellit kostet mich 109.000. Ich kaufe einfach kleine Satelliten und pack die einfach in alle möglichen Ecken. Bist teuer, oder? Ich kaufe jetzt mal so, dass ich 20 Satelliten habe. Also 17 dazu. Mache ich das? Und dann setze ich die einfach irgendwo in die Nähe von verschiedenen Produktionsstätten raus. Zur Einkaufsliste hinzufügen. Bestellung bestätigen. Warten, dass uns die Satelliten geliefert werden. Und dann hauen wir die mal irgendwo in die Nähe verschiedener Produktionskomplexe. So beispielsweise bei Sonnenkraftwerken und bei allen möglichen Verbrauchern nachher von Energiezellen und sowas. Oder hier bei Schwarze Sonne oder wie das Ding da hieß, wo es halt die Mikrochips gibt. Die waren ja auch teilweise ein Plus von 100 je Chip. Da kann man mal gucken, dass ich glaube, die Frau braucht einfach Input. Das bräuchten wir ja auch, wenn ich das selber handeln würde. Müssten wir ja auch den Input haben, welche Preise haben wir wo. Ich gehe jetzt also davon aus, dass die Satelliten die Preise auch aktuell halten. Und man dann mit denen arbeiten kann. Dafür sind die ja eigentlich da. Nee, ich flieg nicht da raus. Da fliege ich ja in die Station wieder. So, also raus hier. Und jetzt haben wir halt hier einen Satz. Alter, das sehe ich kaum. So, hier ist zum Beispiel Wareneinkauf von allen möglichen Sachen. Das heißt, ich möchte jetzt dahin und da einen Satelliten absetzen. Setzen wir den da raus und gucken dann. Man muss halt erstmal sozusagen ein Netzwerk aufbauen. Ne? Warum nicht so ein Satellitennetzwerk? Wie in KSP, nur einfacher. Und dann haben wir das schon. Dann macht die hoffentlich auch mehr Umsatz. Ich glaube, die bewegt sich jetzt nur dort in dem Sektor, weil das der einzige ist, wo bisher ein Satellit war. Wo soll die arme Frau denn jetzt wissen, wo sie ihre Sachen vernünftig ein- und verkaufen kann, wenn die einfach keine Informationen hat? Dann wird das langfristig auch mehr Umsatz generieren. Man sieht daran wirklich, wie extrem groß diese Sektoren geworden sind im Vergleich zu X3. Dort konnte ich, wie gesagt, also in gut wie jedem Sektor hat ein erweiterter Satellit gereicht, um alle Stationen, die irgendwie wichtig waren, auch abzudecken. Es gab relativ wenig Sektoren, wo man, glaube ich, zwei Satelliten brauchte. Und hier, wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte den ganzen Sektor abdecken, da brauche ich ja wahrscheinlich noch mehr. Es wird jetzt ja hier bei 75 Kilometern Entfernung einfach nicht reichen,
einen Satelliten zu setzen. Es ist jetzt ja von hier. Wenn ich mir das jetzt als Ziel setze, habe ich dazu eine Entfernung von 100, 174. Das heißt, wenn ich den jetzt hier mittig setze, mittig dazwischen, erwische ich keine von den Stationen, weil der Radius dann sozusagen knapp an denen vorbeigehen würde. Also brauche ich selbst von den großen, bräuchte ich zwei. Und ich muss weiter nach da. Damit ich die Station auch mit reinkriege. Die Verteidigungsstation, die verkauft kauft ja, glaube ich, nichts, ne? Nö, die verkauft nichts. Brauche ich nicht. Okay, raus. Aufstellen. Satellit. Super. So, jetzt haben wir hier auch einen Satelliten.